Dann rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 12a bis 12d. Und hier, meine Damen und Herren, beim neuen Tagesordnungspunkt geht es um die Filmförderung. Es gibt eine Menge Anträge verschiedener Fraktionen. Ja, die Bundesregierung will die deutsche Filmbranche modernisieren. In Zeiten der Corona-Pandemie soll sie anpassungsfähiger gestaltet werden, klimafreundlicher, gerechter gegenüber den Geschlechtern. Und auch eine faire Verteilung der Fördermittel ist in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehen. Das Gesetz soll allerdings nur für 2 Jahre gelten. Wegen der Corona-Pandemie könne man die Entwicklung und die Notwendigkeiten für die Filmförderung nicht mehr in der weiten Zukunft abschätzen. Deswegen also hier eine verkürzte Laufzeit vorgesehen. Elisabeth Motschmann, die Sprecherin für Kultur und Medien der CDU-CSU. Es gibt keine Magie, die so groß ist wie im Kino, wenn das Licht ausgeht. Bruno Ganz. Ich hoffe, dass das Licht in vielen deutschen Kinos nicht für immer ausbleibt. Unsere Kinos sind durch die Pandemie schwer getroffen, in der Stadt und besonders auch auf dem Land. Es muss unsere kulturpolitische Aufgabe sein, unser Land vor einem Kinosterben zu bewahren. Wie geht das? Erstens, die Kinos müssen so schnell wie möglich wieder öffnen dürfen. Zweitens, wir brauchen gute Filme. Und drittens, dafür braucht die Filmwirtschaft verlässliche finanzielle Unterstützung. Und das regeln wir im Filmförderungsgesetz heute. An über 900 Standorten sind die Kinos geschlossen, bleibt die Leinwand dunkel. Mehr als 25.000 Beschäftigte sind direkt betroffen. Den Schauspielern sind viele Engagements entgangen. Die Verleiher haben viel Geld in das Marketing von Filmen gesteckt. 2 Lockdowns haben ihnen wiederholt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Zahl der Kinobesuche ging in Europa 2020 um 70% zurück, der stärkste Einbruch in der Geschichte. Bund und Länder und auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben geholfen, wo immer sie konnten. Der Etat der Filmförderungsanstalt für 2020 wurde um 30 Millionen erhöht. Es wurden Ausfallfonds für den Corona-bedingten Abbruch von Produktionen geschaffen. Das Neustart-Kulturprogramm von Staatsministerin Monika Grütters enthält eine Reihe von Förderlinien, zum Beispiel für die Kinos und die Verleiher. Doch damit nicht genug. Durch den besonderen Einsatz von Monika Grütters wurden auch die Solo-Selbstständigenhilfen für Schauspieler besser angepasst. Das ist eine Berufsgruppe, wir wissen es alle, die fast immer durch den Rost gefallen wäre. Auch die Programme des Bundeswirtschaftsministeriums werden von den Unternehmen der Filmbranche stark nachgefragt. Zum Beispiel das Mittelstandsprogramm Digital Jetzt. Diese Maßnahmen müssen wir verlängern und hier und da verstetigen. Denn die Nachwirkungen der Pandemie werden noch eine Weile bestehen. Ich freue mich, dass unsere Bundeskanzlerin kürzlich ein Gespräch mit Kulturschaffenden geführt hat und auch Verlängerung von Hilfen in Aussicht gestellt hat. Zugegeben, der deutsche Film kämpft auch unabhängig von der Corona-Pandemie mit Problemen. Der Marktanteil an deutschen Filmen könnte in unseren Kinos höher sein. Es werden zwar viele Filme produziert, aber nicht alle haben Oscar-Qualitäten. Wann hat ein deutscher Film eigentlich zuletzt einen Oscar gewonnen? Deutsche Filme werden auf den internationalen A-Festivals selten gesichtet. Dafür allerdings können wir die Bundesfilmförderung nicht verantwortlich machen. Ich sehe folgende Probleme. Zu viele Förderer auf Landesebene fordern Drehorte in ihrem Bundesland. Zu viele Fernsehredakteure bügeln Ecken und Kanten in den Drehbüchern glatt. Sie glauben, so würde der Film kompatibler für das Fernsehen. Und im Übrigen ist die Filmförderung vieler Bundesländer noch ausbaufähig. Ich ahne schon, die Opposition wird klagen und uns erklären, was an der Bundesfilmförderung alles schlecht ist. Auch Jan Böhmermann spöttelt, gute deutsche Filme entstehen nicht wegen, sondern trotz des deutschen Filmförderungssystems.
Diese Kritik ist überzogen und falsch. Die Filmbranche hat es verdient, dass wir sie nach besten Kräften unterstützen, und das geschieht auch. Sie haben Hygienekonzepte entwickelt in den Kinos und am Set. Sie hat sich mit rasanter Geschwindigkeit an die Pandemieanforderungen angepasst. Trotz Corona wird zurzeit viel gedreht. Das liegt auch an dem Ausfallfonds, den wir geschaffen haben mit der Hilfe von Monika Grütters. Und es gibt einen Hoffnungsschimmer. Die Sommerberlinale soll als Open-Air-Veranstaltung im Juni hier in Berlin stattfinden. Am Ende meiner Rede habe ich noch einen Wunsch an die Produzentinnen und Produzenten. Engagiert bitte mehr Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen. Die diesjährige Oscarverleihung hat gezeigt, erst die zweite Frau konnte den Oscar für die beste Regie gewinnen. Und das im Jahr 2021. Also da ist noch viel Luft nach oben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit ist klar, Frauen haben bewiesen, dass sie hervorragende Leistungen auch in der Filmwirtschaft erbringen können. Wir brauchen mehr davon. Vielen Dank. Und die Verlängerung des Gesetzes machen wir natürlich, unterstützen wir natürlich. Vielen Dank. Heute habe ich sogar noch was. Ja, das war Elisabeth Motschmann, Sprecherin für Kultur und Medien der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Bei der Anhörung stellte sich heraus, dass Vertreter der Film- und Kinobranche eine umfassende Reform der Filmförderung in Deutschland fordern. Allerdings liegen die Ansichten der Kinobetreiber, Produzentenverleiher und Fernsehsender mitunter sehr weit auseinander. Marc Jongen jetzt für die AfD, Obmann im Ausschuss für Kultur und Medien. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Filmförderung in Deutschland ist Wirtschaftsförderung einer Branche, die gar nicht imstande bzw. willens ist, wirtschaftlich zu arbeiten. Lieber werden durch Förderung erzielte Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert. Das schrieb Lars-Henrik Gass, Leiter der internationalen Kurzfilmtage Oberhausen 2015, in einem FAZ-Artikel. Und er bestätigt damit genau meine Ausführungen vor 2 Monaten hier an dieser Stelle. Das System erzieht die Akteure also, sich möglichst unaufwendig im Brot zu halten und nicht dazu, Filme zu entwickeln, die es wert sind, sagt er weiter. Herauskomme eine Diktatur des Mittelmaßes, das ist leider die Wahrheit und das muss ein Ende haben, meine Damen und Herren. Hinzu kommt immer öfter politisch korrekter Kitsch, wie im Falle des Antifa-Films Und morgen die ganze Welt, der als deutscher Beitrag für den Auslands-Oscar grandios gescheitert ist. Das Ausland will ganz offensichtlich nicht mit deutscher Kampf gegen Rechtspropaganda beglückt werden. Die politisch korrekte Gesinnung macht eben noch keine guten Filme, meine Damen und Herren. Das ganze System der Filmförderung bedarf also einer grundlegenden Reform. Statt aber eine solche endlich vorzulegen, will die halbherzige Gesetzesnovelle der GroKo allen Ernstes mehr Geschlechtergerechtigkeit und Diversität herstellen. Die Grünen erklären diese in ihrem Antrag sogar zum zentralen Problem der Filmförderung. Das hat bei Ihnen ja schon obsessiven Charakter angenommen. Die feministische Lobbyorganisation Pro Quote Film soll nach dem Willen der Grünen einen Platz im Verwaltungsrat der Filmförderungsanstalt bekommen. Die Grünen führen ja immer so gerne die Kunstfreiheit im Munde und geben sich hip und kulturnah. Unter einer grünen Bundesregierung würde die Kunst so sehr gegängelt, reglementiert und politisch korrekt auf Linie gebracht, wie seit den Zeiten der DDR nicht mehr, meine Damen und Herren. Gott bewahre uns vor so einer Regierung. Und wer glaubt, ich übertreibe, Herr Grundl, jetzt hören Sie mal zu, sollte einen Blick werfen auf die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, wo es heute schon Checklisten für politische Linientreue sozusagen gibt. Auf deren Webseite heißt es, ab sofort sind AntragstellerInnen dazu verpflichtet, einen Fragenkatalog zur Diversität ihres geplanten Projekts zu beantworten. So sollen sie zur bewussten Beschäftigung mit dem Thema Diversität und zur kritischen Überprüfung
Prüfung des eigenen Handelns angeregt werden. Sehen wir im geplanten Filmprojekt Menschen mit Behinderung? Wie viele Frauen sind in leitenden Funktionen am Projekt beteiligt? Gibt es im Team People of Color? Und wenn nein, warum nicht? Wir wissen, heißt es dann noch, dass diese Checkliste nur ein Anfang sein kann. Meine Damen und Herren, wenn das nur ein Anfang ist, was ist dann das Ende? Vielleicht, dass die Künstler sich entscheiden müssen für eine künstlerische Praxis, die durchdrungen ist von dem Bewusstsein, dass in der Kunst nur nützlich ist, was dem sozialistischen Aufbau dient. Paul Rilla, Originalton DDR, 50er Jahre, es klingt wie eine Drohung aus der nahen Zukunft. Eines ist sicher, geniale Filmemacher wie Woody Allen, Ingmar Bergman, Rainer Werner Fassbinder oder Fellini hätten in einem derartigen ideologisch totalitären Regulierungssystem, auf das wir hier zusteuern, keine Chance gehabt. Aber das sind ja auch alles lauter alte, weiße Männer, die Sie ohnehin loswerden wollen. Unser Antrag verteidigt die Ästhetik des Films vor dem Hypermoralismus und schlägt substanzielle Reformmaßnahmen bei den Fördergremien vor, in der Referenzfilmförderung im Sinne von Wirtschaftlichkeit und fairer Mittelvergabe. Und auch wenn Sie unseren Antrag ablehnen werden, das Publikum wird den Filmen, die Sie hier heranzüchten wollen, an der Kinokasse die rote Karte zeigen. Spätestens beim Exportversuch ins Ausland wird sich das totale Scheitern dieser Filmpolitik, Förderpolitik erweisen. Nur leider wird bis dahin viel Steuergeld verschwendet worden sein und die Talente, die wir in Deutschland haben, werden sich auch nicht richtig entfalten können. Und ein letztes Wort zu Frau Motschmann, was die Kinos angeht. Öffnen Sie sie doch wieder, Sie regieren doch. Beenden Sie diesen schädlichen und sinnlosen Lockdown. Das war doch eine Heuchelei, was Sie hier vorgetragen haben. Vielen Dank. Der Bundestag debattiert über die Filmförderung. Der nächste Redner kommt von der SPD, Martin Rabanus. Er ist Obmann im Ausschuss für Kultur und Medien für seine Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie einladen, 4-5 Minuten gedanklich zurückzugehen in der Zeit, weil der Beitrag von Herrn Dr. Jongen hat ja nun nicht wesentlich Überraschendes gebracht, dass Sie gegen Diversität, gegen Klimaschutz, gegen Gleichberechtigung in der Gesellschaft sind. Wussten wir auch vorher. Sie haben das noch einmal hinterlegt. Stattdessen, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich gerne bei der Kollegin Motschmann anknüpfen, die noch mal sehr klar ausgeführt hat, dass die Koalition sich sehr intensiv nicht nur um die Kinos, die auch, aber auch um die Branche insgesamt gekümmert hat. Nicht nur in der Corona-Pandemie, da auch, aber auch schon vorher. Und das ist auch eine gute Nachricht daran. Das führen wir auch fort mit der Novelle des Filmfördergesetzes. Natürlich ist es so, dass wir eine große Novelle vorhaben. Natürlich. Darauf haben wir auch eine Evaluierung gegründet, die Grundlage für eben diese große Novelle sein sollte. Stattdessen steht diese kleine Novelle unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie. Dabei ist richtig, wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der Opposition sagen, es müssen große Schritte folgen. Das ist vollkommen richtig. Ich mache mir nicht alles zu eigen, was Jan Böhmermann gesagt hat, aber wir müssen natürlich schauen, dass eine Filmförderung im Umfang von über 400 Millionen Euro mehr, in Anführungsstrichen, PS auf die Straße bringt und mehr erfolgreiche Filme hervorbringt. Das ist allerdings tatsächlich dann die Aufgabe für die kommende Wahlperiode, wenn wir auf einer neuen Grundlage nach Corona tatsächlich das FFG neu aufstellen können. Dennoch ist diese Novelle wichtig, denn wir sichern das Herzstück des FFG ab, das ist die Filmabgabe. Aber auch darüber hinaus setzen wir natürlich politische Akzente mit dieser kleinen FFG-Novelle. So erweitern wir den Aufgabenbereich der FFA um die Durchsetzung fairer Arbeitsbedingungen. Das ist uns insbesondere als Sozialdemokraten, aber auch in der Koalition insgesamt wichtig. Wir betonen die Diversität, wir betonen die Inklusion auch und die Geschlechtergerechtigkeit in den FFA-Gremien
erneut. Das sind wichtige Fortschritte. Ein anderer wichtiger Fortschritt ist tatsächlich die Verankerung des Klimaschutzes in den Filmproduktionen durch das FFG. Aus der Anhörung heraus haben wir noch die Regelung der Sperrfristen aufgenommen. Das war ein besonderer Wunsch der Kinoverbände, zu sagen, wir wollen die Möglichkeit erhalten, von den starren Sperrfristen abzuweichen, auf der Grundlage einer Branchenvereinbarung, die nach Regeln, die sich die in der FFA, die Branche selber gibt, durchgeführt werden kann. Ich bin sehr gespannt, ob das ein wirkungsvolles Instrument sein wird. Auch das werden wir in 2 Jahren etwas genauer einschätzen können. Schließlich, wir machen das FFG auch pandemietauglich. Aber ich sage dazu, ich hoffe, dass wir diese Regelungen, die wir aufnehmen, nie brauchen. Auch das hat Kollegin Motschmann schon gesagt. Es gibt ja Hoffnung. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Die Inzidenzzahlen sinken, die Impfkampagne funktioniert. Und tatsächlich hier in Berlin freuen wir uns im Juni, den Open-Air-Teil der Berlinale tatsächlich auch erleben zu dürfen. Abschließend, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich allen danken, die mitgewirkt haben an dieser Novelle, dem Koalitionspartner, aber auch der Opposition, die konstruktiv sich mit eingebracht hat, den vielen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die wir haben. Und ich freue mich darauf, in der nächsten Wahlperiode, wenn die Wählerinnen und Wähler meinen Arbeitsvertrag hier um 4 Jahre verlängern, bei der großen Novelle mitwirken zu dürfen. Ganz herzlichen Dank. Es ist ein Mandat, Herr Kollege Rabanus, und kein Arbeitsvertrag. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Hacker, FDP. Thomas Hacker ist medienpolitischer Sprecher der FDP. Der Kollege Rabanus ist einfach zu lang. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ende März haben wir uns in erster Lesung mit der Verlängerung des Filmförderungsgesetzes beschäftigt. Eine wirkliche, wenn ja auch überfällige Novellierung, in der auf die veränderten Realitäten in der Branche und die gravierenden Umbrüche im Zuschauerverhalten hätte reagiert werden können, konnten Sie, liebe Koalition, unter Verweis auf die Corona-Pandemie nicht vorlegen. Zum Glück greifen ja wenigstens viele der zuletzt vorgelegten Änderungsanträge die Vorschläge der Branchenexperten auf. Das ist richtig, das ist aber auch allenfalls Pflicht, keine Kür. Der deutsche Film und unser Produktionsstandort haben mehr verdient als vielleicht amüsante Böhmermann-Zerrisse. Wie wäre es mit internationaler Anerkennung? Gerne auch mal wieder einen Oscar, eine goldene Palme oder einen goldenen Bären. Wir Freien Demokraten hätten uns mehr Mut und Entschlossenheit für eine zukunftsfähige Filmförderung gewünscht. Diese zu entwickeln, ist die dringende Aufgabe unmittelbar zu Beginn der nächsten Legislaturperiode. Wir Freien Demokraten wollen daran mitarbeiten. Das aktuelle System der Filmförderung ist zu bürokratisch, zu detailverliebt, zu zerfasert, alles im Allem zu weit von der Realität der Filmschaffenden entfernt. Mit produktionstechnischem Filmtourismus durch die Bundesländer werden wir keinen Erfolg haben. Aber genau diesen Erfolg wollen wir an den heimischen Kinokassen. Eine zielführende Förderung muss daher mehr sein als eine föderale Location-Pflicht als Gegenleistung für Zuschüsse. Die Förderung muss sich an der Qualität des Films messen, nicht an der Bereitschaft der Produzenten, auch mal in Wanne-Eickel oder Garmisch-Partenkirchen zu drehen. Ganz zu schweigen von der Pflicht, jeden Förderantrag mehrfach in der ganzen Republik zu stellen. Das Gegenteil wäre doch richtig. Wir brauchen verlässliche und einfache Prozesse, die langfristige Planungs- und Rechtssicherheit für die Branche schaffen. So stärken wir den Filmstandort Deutschland. Wir wissen es doch alle, das Kino ist wichtig. Nicht nur als Motor der Filmwirtschaft, sondern auch als gesellschaftlicher Resonanzraum. Kino bietet Raum für das gemeinsame Erleben von Geschichten, nimmt uns mit auf intellektuelle und emotionale Reisen, bietet Anlass zum Diskutieren und Philosophieren. Ein guter Film spielt in unseren Köpfen weiter, auch dann, wenn der Vorhang schon gefallen ist. Wie sehr sehnen wir uns danach, dieses Erleben auch wieder in unserem täglichen Leben zu halten. Kreativ in unserem Land, ganz gleich, ob vor oder hinter der Kamera, am Mischpult, in der Maske oder den Kostümen, haben unzählige Male bewiesen, wie viel Kreativität, Kunst und Können in ihnen steckt. Dieses Potenzial
konnten wir bei zahlreichen Produktionen beobachten, Operation Walküre, Monuments Man, Das Leben der Anderen oder Toni Erdmann seien hier nur exemplarisch genannt. Zudem haben wir renommierte Filmstandorte und mit dem Studio Babelsberg seit über 100 Jahren einen Filmstandort mit weltweitem Renommee in direkter Nachbarschaft. Wenn wir also keinen Mangel an filmischen und schauspielerischen Ideen, Kreativität und Exzellenz in Deutschland haben, scheint es am System zu liegen. Lassen Sie uns das ändern, zügig. Danke. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Doris Achelwill, die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, die Novelle des Filmförderungsgesetzes sollte ein größerer Wurf werden wegen der Umstände jetzt. Es ist benannt worden, konnte nur was Bescheideneres daraus werden. Neu sind krisenbedingte Anpassungen wie etwa flexiblere Förderansätze, ein paar wenige Akzente zu Arbeitsbedingungen, Diversität, Nachhaltigkeit. Wir bedauern sehr, dass die umfassende Reform vertagt wurde, denn gerade jetzt braucht es große Linien und Hoffnungsschimmer für die Zukunft statt Notpflaster und zaghafte Details. Viele Filmschaffende und Kinos, eigentlich alle, sind seit 14 Monaten stark gebeutelt, können nicht mal planen. Wir sehen das und stellen entsprechend viele Anträge dazu. Die Pandemie hat die Branche tatsächlich stark ins Wanken gebracht und alte Handlungsbedarfe massiv verschärft. Die Koalition erklärt sich dazu so, dass das Gesetz ja nur der Trailer zu einem tollen Film ist, der dann in 2 Jahren starten soll. Selbst in einem solchen Trailer sollten aber Themen aufscheinen, die später in Szene gesetzt werden, und das ist viel zu wenig erkennbar. Der Reformbedarf des Filmfördersystems ist bekannt. 6 bis 7 Jahre kreist ein Drehbuch durch die Filmförderanstalten von Bund und Ländern. Diese zermürbenden Strukturen müssen verbessert werden. Auch in Sachen Geschlechtergerechtigkeit ist viel zu tun. Nur jeder 5. Film wurde hierzulande in den vergangenen 10 Jahren von einer Regisseurin umgesetzt. Eine kleine Anfrage von uns zeigte, dass Frauen in der Branche verstärkt auf niedrigen Gehaltsstufen verharren, trotz höherer Qualifikation. Dieses Gleichstellungsdefizit setzt sich bei ungleich verteilten Fördermitteln, Gremienplätzen und an vielen Stellen fort, und das kann einfach nicht sein. Allgemein ist die Situation der Beschäftigten im Film ein soziales Wagnis. Tarifverträge und Arbeitsschutz spielen in der Filmbranche eine untergeordnete Rolle. Das ist nicht akzeptabel, schon gar nicht, wenn Steuergelder fließen. Die Novelle bleibt auch dieser Problematik gegenüber sehr verhalten. Es heißt, die Förderungsanstalt FFA solle in der Filmwirtschaft auf Selbstverpflichtungen für bessere Arbeitsbedingungen hinwirken. Wie wir wissen, kommen wir mit Selbstverpflichtungen nicht weit. Deshalb ist es notwendig, dass Fördermittel an gute Lohn- und Arbeitsbedingungen, an Tarifverträge gekoppelt werden. Es braucht endlich gesetzliche Sozialstandards, einen existenzsichernden UnternehmerInnenlohn für Soloselbstständige, auch und gerade hier. Organisierte Filmschaffende diskutieren seit langem, in welche Richtung eine Filmpolitik fürs 21. Jahrhundert weisen kann. Diese Debatte muss hier vor Ort noch stärker gehört werden. Der jetzige Zustand ist nicht erhaltenswert. Die deutsche Kinobranche ächzt unter den Folgen der Pandemie, hat Einbußen von 70%, während das Privatvermögen von Amazon-Chef Bezos um 75 Milliarden Euro gewachsen ist. Letztes Jahr liebäugelte der Pandemiegewinner damit, die weltgrößte Kinokette aufzukaufen. Angesichts all der weiter drohenden Monopolbildung und anderer Entwicklungen in der Film- und Kinobranche müssen wir uns grundlegende Fragen stellen. Welche Zukunft hat das Kino als Kulturort? Warum besteuern wir die großen Plattformen nicht endlich? Eine Sonderabgabe von Pandemieprofiteuren wie Netflix, Amazon und Co. wäre angebracht. Frau Kollegin, ich komme zum Schluss. Mit diesem Geld könnten kommunale Kinos als demokratiestiftende Kulturorte etabliert und erhalten werden. Wir bleiben dran und setzen auf eine kommende Legislatur, die für die Kino- und Filmlandschaft die nötigen Perspektiven schafft. Vielen Dank. Der Bundestag debattiert über die Filmförderung. Nächste Rednerin kommt von den Bündnisgrünen, Tabea Rösner. Sie ist Sprecherin für Verbraucher- und Netzpolitik.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, gestern habe ich ein Gespräch von jungen Leuten mitbekommen, die sich riesig darüber freuten, dass die Freilichtkinos wieder öffnen. Es dürstet die Menschen nach Kultur und nach dem gemeinschaftlichen Erlebnis, ins Kino zu gehen. Und dafür braucht es gute, spannende und anspruchsvolle Filme. Dieses Ziel verfolgt die Filmförderung. Nun muss turnusgemäß das Filmförderungsgesetz novelliert werden, aber es ist eben nur eine Mininovelle. Und wenn Staatsministerin Grütters hofft, dass sie uns hier ein Angebot macht, das wir nicht ablehnen können, wir können leider auch nicht zustimmen. Und bei Ihnen von der AfD ist ja heute deutlich geworden, dass Sie die Filmförderung als Zensurinstrument verwenden wollen. Geld bekommt nämlich nur, was Ihnen politisch gefällt. Das ist Ihre Art von Cancel Culture. Im Gesetzentwurf werden zentrale Punkte aufgemacht, aber nicht zu Ende gedacht. Und unabhängig von der Krise, manche Aspekte dulden eben keinen Aufschub. Zum Beispiel die Geschlechtergerechtigkeit. Parität im Präsidium und Verwaltungsrat der Filmförderungsanstalt ist zwar dringend notwendig, es reicht aber nicht. Denn das führt nicht automatisch dazu, dass Frauen gleichermaßen gefördert werden. Und es muss doch uns allen zu denken geben, dass Frauen nach den ersten Berufsjahren nach und nach aus der Branche verschwinden. Mal abgesehen davon, dass Frauen ihre Budgets deutlich effizienter einsetzen als ihre Kollegen, sollte unsere Gesellschaft doch nicht auf die Perspektive von 50% der Bevölkerung verzichten müssen. Wir wollen daher Zielquoten bei der Vergabe der Förderung im Bereich Regie, Drehbuch und Produktion. Nur so werden wir echte Geschlechtergerechtigkeit erreichen und den deutschen Film bereichern. Gute Filme brauchen gute Ideen. Seit Jahren hören wir, dass die Stoffentwicklung gestärkt werden muss. Tun Sie das auch. Und erfreulich ist auf den ersten Blick, dass die Koalition bei den Sperrfristen auf uns zugekommen ist. Doch es ist nur eine Kann-Bestimmung, mit der von den regulären Sperrfristen abgewichen werden kann. Die aktuelle Situation zeigt aber, wie sehr die Branche unter der fehlenden Flexibilität bei der Auswertung auch leidet. Wir halten es für besser, Sperrfristen zukünftig immer den Richtlinien der Filmförderungsanstalt zu regeln. Denn der geförderte deutsche Film darf nicht wegen seiner Auswertungskaskade gegenüber internationalen Produktionen ins Hintertreffen geraten. Daher lassen Sie uns die aktuelle Krise im klassischen Sinn verstehen als entscheidende Wendung. Wir brauchen eine generelle Flexibilisierung der Sperrfristen, nicht nur bei höherer Gewalt, eine Stärkung der Ideenentwicklung, aus der dann die erfolgreichen Filme auch entstehen. Und diese müssen dann auch klimafreundlich und nachhaltig produziert werden und auch allen zugänglich sein, also Barrierefreiheit auch bitte zu Ende denken. Diese Vorschläge finden Sie in unseren Anträgen. Bedienen Sie sich da gerne. Die Filmförderung muss grundlegend reformiert werden. Wir müssen die nächsten 2 Jahre nutzen, um die Filmförderung auch wirklich modern und gerecht zu gestalten. Vielen Dank. Weil jetzt schon häufiger von den Sperrfristen die Rede war, bekommt ein Filmprojekt Geld von der Filmförderungsanstalt, gelten gewisse Voraussetzungen. So muss zum Beispiel der Film eine gewisse Zeit exklusiv im Kino laufen und ist für andere Medien gesperrt. Ja, jetzt also die nächste Rednerin, Yvonne Magmas für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die Film- und Kinobranche leidet unter der Pandemie. Und deshalb haben wir auch umfangreiche Hilfsmaßnahmen aufgesetzt und keine Kultursparte, das muss man in diesem Zusammenhang wirklich auch mal sagen, profitiert vom BKM-Programm Neustart Kultur so stark wie die Filmwirtschaft. Mit einer abflauenden Infektionsdynamik und den zunehmenden Impferfolgen ist es aber jetzt auch wieder Zeit, an die Zukunft zu denken und in die Zukunft zu schauen. Und eigentlich hätten wir ja heute oder in dieser Woche eine große Novelle des Filmförderungsgesetzes beschlossen. Nun ist es Corona-bedingt nur eine kleine, aber auch eine kluge Novelle geworden. Der Grund dafür ist schlichtweg, dass es keine belastbaren Daten für eine Neugestaltung des Gesetzes gibt. Und aufgrund der andauernden Pandemie ist es noch nicht absehbar, wann sich die Auswirkungen der Pandemie auf den Film- und Kinomarkt verlässlich beurteilen lassen. Die notwendige Datenlage
wird wegen der langen Schließung der Kinos frühestens Mitte 2022 vorliegen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, es wäre ein vollkommen falsches, es wäre ein fatales Signal, jetzt eine große Novelle zu machen und eine Neuausrichtung der Filmförderung zu beschließen, wo die Kinos immer noch zu sind und der gesamte Filmmarkt aufgrund einer weltweiten Pandemie großen Verwerfungen unterliegt. Wir brauchen mehr Klarheit, und aufgrund dessen gibt es jetzt eine Art Verlängerungsgesetz. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal daran erinnern, dass wir in der Koalition bereits vor Corona ein breit angelegtes Fachgespräch hatten mit der Branche, mit vielen inhaltlichen Eckpunkten, die wir bereits erarbeitet haben. Wir sind der Frage nachgegangen, wie der deutsche Film verbessert werden kann und erfolgreicher gemacht werden kann. Und an diesen Zwischenergebnissen sollten wir wieder anknüpfen. Wir müssen aber auch schauen, was sich durch Corona verändert hat. Und das müssen wir einbeziehen, um dann ein großes, neues, sinnvolles Gesetz zu machen. Dafür haben wir jetzt 2 Jahre Zeit, denn das Gesetz, was wir heute beraten und heute zum Abschluss bringen, dauert 2 Jahre oder ist 2 Jahre gültig. So können wir jetzt dann auch schneller und sollten das auch relativ zügig tun, wieder in die inhaltliche Planung einer großen Novelle einsteigen. Was sind jetzt die konkreten Inhalte? Mit Blick auf die Verwerfungen durch die Pandemie geben wir dem Verwaltungsrat die Möglichkeit, die Mittelverwendungen zu flexibilisieren, Förderbedingungen und Hilfsprogramme anzupassen. Referenzmittel können beispielsweise auch für Werbemaßnahmen bei der Wiedereröffnung genutzt werden. Hinzu kommt eine Flexibilisierung der Sperrfristen in Fällen höherer Gewalt sowie neue Standards bei Nachhaltigkeit und Geschlechtergerechtigkeit in den Aufsichtsgremien. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, hatten wir eine sehr gute Anhörung im Kulturausschuss, in der vor allem noch mal ein zentraler Punkt herausgestellt wurde. Ja, die Film- und Kinobranche leidet unter Corona. Aber bereits vor Corona war die Branche einer erheblichen Dynamik durch die zunehmende Nutzung audiovisueller Inhalte ausgesetzt. Corona hat die Entwicklung noch beschleunigt. Und so verkürzten beispielsweise große Verleiher ihre Auswertungsfenster auf wenige Wochen oder veröffentlichten einige Filme parallel in Kino und in Streamingdiensten. Und dieser Entwicklung wollen wir uns mit dem vorliegenden Gesetz auch stellen. Und ich bin der Kinobranche sehr dankbar, dass gerade aus ihren Reihen der Vorschlag zu einer Branchenlösung bei den Sperrfristen kam. Dabei verhandeln die Verbände auf der Grundlage einer FFA-Richtlinie eine abweichende Vereinbarung der Kinoauswertung. Und meine Damen und Herren, ich glaube, das ist das Wegweisende in dieser Novelle. Das ist nämlich eine enorme, große Chance. Wir ermutigen, das sage ich vor allen Dingen für meine Kollegen und Kolleginnen aus der Unionsfraktion, wir ermutigen alle Beteiligten mit großer Ernsthaftigkeit, diesen Weg zu nutzen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland braucht das Kino als Kultur- und Erlebnisort. Unser Land, Europa und die Welt braucht gute deutsche Filme. Mit der heutigen Verlängerung des FFG sichern wir in Pandemiezeiten die Filmförderung in unserem Land und wir schaffen gleichzeitig Raum für eine gründliche Vorbereitung der großen Novelle mit einer Neuausrichtung der Filmförderung. Herzlichen Dank. Voraussichtlich letzte Rednerin in dieser Debatte ist die Kollegin Ulla Schmidt, SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir entscheiden heute über die Weiterentwicklung des Filmfördergesetzes als wichtigen Schritt, um in der nächsten Legislaturperiode die große Novelle zu erarbeiten. Aber auch mit der heutigen Novelle werden viele Verbesserungen erreicht, auf die die Kolleginnen und Kollegen ja schon eingegangen sind. Ich nenne hier nur die Erweiterung der Filmabgabe
Anpassungen für mehr Flexibilität, aber auch nicht zu vergessen, dass Ansätze da sind, die gesellschaftlichen und sozialen Fortschritte für die Filmbranche im Gesetz zu berücksichtigen und endlich auch eine geschlechtergerechte und paritätische Besetzung in den Gremien der Filmförderanstalt vorzuschreiben. Wichtig ist auch, dass der Aufgabenkatalog der Filmförderanstalt und die Belange von Menschen mit Behinderungen und Diversität erweitert wird und dass auf faire Arbeitsbedingungen hingewiesen wird. Das alles sind Schritte zur Verbesserung, auch für die Arbeitsbedingungen von Frauen und Männern, aber sie reichen nicht aus, denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch nach der heutigen Verabschiedung der Novelle gibt es einen großen Handlungsbedarf, die vielfältige Gesellschaft im Film- und Medienbereich sichtbar zu machen und bestehende Ungleichheiten zu überwinden. Dazu zählen die weiterhin bestehenden geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede. Dazu zählt die ungleiche und ungerechte Sichtbarkeit von Frauen und Männern vor und hinter der Kamera. Und dazu zählt auch die weiteren bestehenden sozialen Ungerechtigkeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jenseits allem kulturellen, kreativen Engagement der Beschäftigten, auch in der Filmbranche, ist die Filmbranche auch ein Paradebeispiel dafür, wie lückenhaft die Absicherung der Menschen, die in der Kulturbranche und der Filmbranche arbeiten, ist. Im Fall von größeren und länger anhaltenden Einkommensausfällen, wie wir sie gerade in der Corona-Pandemie erlebt, sind sie alle, obwohl abhängig beschäftigt, viel schlechter abgesichert als abhängig Beschäftigte in festen Beschäftigungsverhältnissen. Sie fallen durch alle Raster, obwohl sie bereit sind, mehr für ihre soziale Sicherung zu tun und obwohl sie bereit sind, in die bestehenden Sozialversicherungssysteme einzuzahlen. Das wird ihnen durch den Gesetzgeber verwehrt, und das geht auf Dauer nicht. Da muss auch gehandelt werden. Unständig Beschäftigte, also Menschen mit einem Arbeitsvertrag bis zu 7 Tagen, dürfen nur dann in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, wenn sie das nicht berufsmäßig machen in diesem Engagement. Das trifft nicht nur die Schauspielerinnen und Synchronschauspieler, sondern das trifft auch die Menschen in der Maske. Das trifft die Menschen auch hinter der Kamera und viele andere mehr. Und da muss mit Schluss gemacht werden. Und deshalb sage ich, wenn der angestoßene Dialog, der ja hier im Filmfördergesetz angelegt ist, für die nächsten 2 Jahre erfolgreich sein will, brauchen wir 2 Bereiche, in denen wir tätig sind. Das erste ist, erkennen, Selbstverpflichtungen in der Filmbranche reichen nicht. Wir brauchen klare Bedingungen, dass branchentarifvertragliche Regelungen, soziale Standards Voraussetzungen sind für die öffentliche Förderung. Und das gilt dann auch für die Abbildung der Diversität. Das ist der letzte Satz. Und wir brauchen dringende Reformen im Bereich der sozialen Absicherung. Weg mit allen Sonderregelungen. Abhängig Beschäftigte müssen zu gleichen Bedingungen versichert werden. Im 21. Jahrhundert brauchen wir auch in der Film- und Kulturbranche keine Tagelöhner mehr. Danke schön. Ich schließe die Aussprache. Zu Tagesordnungspunkt 12a kommen wir jetzt zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Filmförderungsgesetzes. Der Ausschuss für Kultur und Medien empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 29694 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf der Drucksache 27515 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegen 2 Änderungsanträge. Der Fraktion Bündnis 90 Grünen vor, über die wir zuerst abstimmen. Änderungsantrag auf der Drucksache 29790. Wer stimmt dafür? Die Grünen und die Linke. Wer stimmt dagegen? Die Grünen wollen hier, dass der Verwaltungsrat von 36 auf 38 Personen angehoben wird, ist aber gerade abgelehnt worden vom Deutschen Bundestag. Linke und Bündnis 90 Grünen bei Enthaltung der FDP. Mit den Stimmen der übrigen Fraktionen abgelehnt. Änderungsantrag auf der Drucksache 29791. Wer stimmt dafür? Bündnis 90 Grünen, die Linke. Wer stimmt dagegen? Hier geht es um den Paragraph 53. Sperrfristen werden in den Richtlinien der Filmförderungsgesellschaften, der Filmförderungsanstalt geregelt. Gegen die Stimmen von Bündnis 90 Grünen und die Linke abgelehnt. Und jetzt bitte ich diejenigen,
die dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auf der Drucksache 27515 in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist die Koalition. Wer stimmt dagegen? Die AfD, Bündnis 90 Grünen, die Linke. Wer enthält sich? Die FDP. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Jetzt bitte ich diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Wer enthält sich? Dankeschön. Der Gesetzentwurf ist mit den gleichen Mehrheiten wie in der zweiten Lesung angenommen in der dritten Lesung. Jetzt stimmen wir ab über den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Grünen auf der Drucksache 29792. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Die Grünen fordern unter anderem einen Solidarbeitrag der Streamingdienste einzufordern. Die übrigen Fraktionen, Enthaltungen gibt es keine. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 12b. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur und Medien auf der Drucksache 29694. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf der Drucksache 27871 mit dem Titel »Den deutschen Film erfolgreicher machen, das Filmförderungssystem neu ausrichten«. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Keine. Die Beschlussempfehlung ist gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen des übrigen Hauses angenommen. Unter Buchstabe C empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf der Drucksache 27822 mit dem Titel »Zukunft für großes Kino – Deutsche Filmförderung im europäischen Kontext reformieren«. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? AfD, Koalition, Die Linke. Wer stimmt dagegen? Die FDP. Wer enthält sich? Bündnis 90 Die Grünen. Die Beschlussempfehlung ist mit den genannten Mehrheiten angenommen. Unter Buchstabe D seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss weiterhin die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 27315 mit dem Titel Filmförderungsgesetz reformieren für Vielfalt, Transparenz, Chancengleichheit, künstlerische Qualität und gute Arbeit. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Koalition FDP, AfD. Wer stimmt dagegen? Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 12c. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur und Medien auf der Drucksache 29695. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf der Drucksache 27823 mit dem Titel »Die Leinwand bleibt unersetzbar für ein Überleben der deutschen Film- und Kinobranche«. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalition und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? AfD und FDP. Wer enthält sich? Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist mit den genannten Mehrheiten angenommen. Unter Buchstabe B empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf der Drucksache 25066 mit dem Titel »Existenzgefährdete Kinos, Filmverleihe und Filmproduktion sicher durch die Krise bringen«. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalition AfD, FDP. Wer stimmt dagegen? Die Linke. Wer enthält sich? Bündnis 90 Die Grünen. Die Beschlussempfehlung ist mit der genannten Mehrheit angenommen. Tagesordnungspunkt 12d. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur und Medien zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Filmförderung geschlechtergerecht vergeben. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 1768 den Antrag der Fraktion der Linke auf der Drucksache 7706 abzulehnen. Wer stimmt dafür? Die Linken fordern hier, mindestens die Hälfte der Filmförderung soll in Projekte fließen, bei denen Frauen das Sagen haben, Drehbuch, Regie etc. Aber der Bundestag hat diesen Antrag gerade abgelehnt.